Yo Leute, willkommen wieder zurück zum neuen Spirit Tracks Part hier in Papuzia. Wir haben es jetzt nämlich endlich an die Meeresküste geschafft, nachdem wir im letzten Part ja die Brücke repariert haben, weil wir eben diesen königlichen Ring gefunden haben. Da konnten wir das Geld auftreiben für die Reparaturkosten, um die zu begleichen. Und jetzt haben wir aber das Problem, hier in Papuzia scheint dieser Spul von den Lokomo nicht zu sein. Also werden wir wohl erstmal doch noch ein Stückchen weiterfahren. Spul scheint nicht hier zu sein. Lass uns aufbrechen nach ihm suchen, ja? Los! Zurücktreten, bitte! So, weil wenn wir jetzt genau auf die Karte gucken, die Schienen führen zumindest noch bis zu dieser einen kleinen Insel da rechts. Aber weiter gehen sie halt dann nicht mehr. Da müssten wir dann schon das Lied mit Spul spielen, dass sich die Schienen erneuern. Also auf nach Osten. Und los. Boah, Delfine! Gelbe Delfine! Ah, und da ist wieder so eine Rubinqualle. Die kenne ich auch noch aus Phantom Hourglass. Wenn ich die immer wieder treffe, kriege ich halt Rubine dafür. So, aber wir sind ja schon da. Langsamer. Und bremsen bitte. Meeresschrein. So, da wäre ja also ein Meeresschrein. Wie Spul wohl so ist, sehen wir zu, dass wir ihn schnell finden. Okay. So, also kartenmäßig sieht ja hier recht überschaubar aus, aber da oben geht es, glaube ich, sogar noch weiter. Naja, irgendwo werden wir den schon finden. Was ist das denn? Alter, das Vieh lässt mich voll nicht vorbei, so ein Krebs mit so einer Riesenschere. Aber wartet mal, ich glaube, da braucht man eh den Boomerang. Einfach von hinten angreifen. So. Ach, genau. Und stirb. Ja, ein Hieb und er ist tot. Gut, gut, gut. Kleine Höhle, die wir durchqueren müssen. Dann sind wir auf der anderen Seite wieder draußen. Hier ist wieder so ein Vieh. So, und zack. Wenigstens sind die wirklich mit einem Hieb schon besiegt. Das ist ja dann nicht so schlimm. So, und aha, Donnerblumen. Aha, okay. Muss ich sich irgendwie rüberwerfen, wenn sich das ausgeht. Obwohl, ich wollte ja jetzt nicht wirklich runter, aber es scheint funktioniert zu haben. Also, Boomerang und ganz fein in die Lücke reinwerfen und... Ich sagte ganz fein in die Lücke reinwerfen. In die Lücke reinwerfen, bitte! Dankeschön. Meine Fresse. Das war schon wieder unnötig, dass das zweimal abprallt. Aber es ist ja leider nur ein Block kaputt gegangen, aber das hat ja eh gereicht. Das ist schon wieder so ein Vieh. Bewegt sich auch noch, weil es denkt, dann triff ich's nicht. Aber kann man voll vergessen, der komische Krebs da. Die komische Krabbe. Ah, okay. Alter, erzähl euch das mal an. Wie sieht's denn hier aus? In der Mitte ist hier schon mal der Eingang. Hier. Folge dem Blick der Statuen, um den Weg zu finden. Was? Blick der Statuen? Da muss ich wieder was einzeichnen, aber was? Ja, das ist natürlich falsch, ist eh klar. Ja, nichts passiert. Ja, weil ich dann natürlich noch nicht weiß, was ich einzeichnen muss. Aber die Statuen sind diese hier, diese Steinköpfe, die haben wir eh schon ein paar Mal gesehen. So, na dann. Ich glaube, ich muss einfach einzeichnen, wo die hinblicken. Also... Die guckt auf jeden Fall in Richtung Eingang. Und bei den anderen werden wir auch gucken, wo die hingucken. Und wow, was ist das denn? Ach, einfach so ein Haufen Oktoxen. Aha, ein Kristallschalter.
So, alle weg und nein, Link! Mal, wieso springst du immer gleich ins Wasser, du Trottel? Das wollte ich doch schon wieder nicht. Immer diese blöde Bewegungssteuer. Manchmal ist das schon ein bisschen fies. So, du guckst natürlich nach da, so quasi guck die Statue die andere da so an. Wenn man da ein bisschen Fantasie hat, ne? Wenn man das, sich das so optisch vorstellt, der ist wieder so ein Vieh. Haust du ab. Und tschüss. So, hier ist die dritte Statue, die guckt natürlich logischerweise dort drüber. Also hier so hin. So, und jetzt gibt es auf der rechten Seite der Insel nochmal drei Statuen. Da muss da irgendwie ein Zeichen oder ein Symbol entstehen. So hier zum Beispiel ist gleich die nächste, die guckt natürlich wieder da drauf. Also hier so hin. Was haben wir hier noch? Geht's wieder nach unten? Ah, Schalter! Für eine Abkürzungsbrücke, sehr schön. So ist hier... Mann, Link! Sei nicht immer so ein Trottel, ich will das doch gar nicht. Der springt immer, obwohl er das nicht soll. Ernsthaft. Da bin ich irgendwie immer so ein bisschen ungenau mit dem Touchpad. Sorry. Bloß nicht schon wieder die Fassung verlieren, nur wegen diesen Kleinigkeiten. Das ist doch nicht notwendig. So, und ach, das sind gleich zwei hintereinander. Okay, erstmal den da. Und dann dein Kumpel. Oh, du hast meinen Freund getötet. Na und? Du bist auch gleich tot. So, kannst du mir wenigstens wiedersehen. Ah, und das wird so ein komischer Vogel. Wie ein Papuzier war das so ein Vogel. Hab den gerade gesehen. So, diese Statue blickt nach dort. Na, da wird die sicher dort runter gucken, aber trotzdem schauen wir mal kurz. Was ist hier oben? Hühner. So, Link. Flieg und sieg. Oder wartet mal, was ist hier? Hier ist gar nichts? Moment mal. Warum ist hier nichts? Ist hier vielleicht ein Schatz versteckt? So, Schatzsuche-Lied gespielt. Hier gibt's keinen Schatz zu entdecken. Warum ist dann hier diese eine komische Insel? Kapier ich nicht! Ah. So. Ja, Link nimmt halt hier irgendwie gerne ein Bad. Was soll's, so hier ist ja noch ein Huhn, komm her. So, Link, flieg und sieg! Aha, so, push the button. Jetzt haben wir hier auch noch eine Abkürzungsbrücke wieder zurück. Und hier ist auch die letzte Statue und die blickt tatsächlich nach hier unten. So, aber ich glaube, auch wenn das jetzt nicht wirklich ersichtlich ist, muss man die anderen Linien auch noch verbinden. Das heißt quasi so... Und so, und jetzt sieht das Ganze aus wie so eine liegende 8. So ein bisschen halt, nicht rund, aber eckig dafür. Und das müsste auch das Symbol sein. Ah, Moment, hier ist eine Insel. Komm her, du Flattervieh, du Hühnchen. Ich will dich doch nicht essen, ich will nur mit dir fliegen. So, hier. Da, meine Schatzruhe, und haust du ab. Oh, Piratenkette halten, geil. Super. So, und von hier, schwupps, jetzt komme ich hier wieder hin. Wunderbar. So, na dann probieren wir das hier jetzt noch einmal. Ich habe nur leider keine Ahnung, in welche Ecke ich anfangen muss, aber vielleicht ist es doch egal. Ja, folgenden Blick der Stadt, um den Weg zu finden. Probieren wir es mal aus. Haha, das hat geklappt. Super. Er scheint nicht hier zu sein. Sieh mal, Link, was ist das denn? Lass uns mal sehen. Alter, sag nicht, er ist nicht hier, dann werde ich aber wirklich sauer. Wo steckt er denn? Bin in Papuzia bei meinen fliegenden Freunden. Spul. Es ist alles nichts. Wir sollten nach Papuzia gehen und Spul dort suchen. Aber da waren wir doch schon. Das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber er hat es eigentlich hier ganz nett mit dem Wasser so. Sieht ganz schön aus und sogar noch mit Wasserfällen. Und mit einer kleinen Brücke. Aber sonst ziemlich einsam. Kein Kabelfernsehen, kein Internet. Was macht er den ganzen Tag hier?
Und da kann man es schon verstehen, wenn er mal ein bisschen Abwechslung in seinem Leben haben will, wenn man sein Leben lang nur in so einem Schrein haust, wo es nichts weiter gibt. Du hast keine Menschen, mit denen du dich unterhalten kannst. Keiner kommt vorbei, um dich mal irgendwie zu fragen, wie es dir geht oder so. Das ist schon irgendwie ziemlich traurig. So, jetzt haben wir hier zum Glück die Abkürzungsbrücke. Jetzt komme ich wieder schön zurück zum Zug. Jawohl. Fahren wir nach Papuzzi, um Spul zu suchen. Abfahrt. Dann fahren wir. Und alles wieder retour. Na, das hat sich ausgezahlt und los. Let's go! Und natürlich mit Top Speed. So, das sind wieder die Delfine. Ach, Delfine sind schon schöne Tiere. Doch sehr intelligent vor allem. So. Ah, da ist wieder diese Qualle, aber es ist blöd, dass sich die Kamera nicht weiter nach oben drehen kann. Das heißt, wenn die Qualle hier nach oben steckt, dann nützt mir das gar nicht so viel. So, langsamer. Wir sind ja auch schon wieder da. Und bremsen. Das war zu früh. So, jetzt. Halt! Sonst bremse ich immer zu spät, jetzt habe ich mal zu früh gebremst. So, jetzt sind wir wieder in Papuzzi mit dieser wunderschönen Musik. Ich finde, das passt hierher, das ist so ein kleines Fischerdorf und wir haben ja vor allem noch erfahren, dass irgendwie alle Männer von Piraten entführt worden sind. Wer macht denn sowas? So, aber wo zur Hölle ist jetzt dieser Spul? Sieh mal, Link, da drüben. Könnte das vielleicht Spul sein? Spul! Spul! Er scheint es nicht hören zu können. Vielleicht sollten wir die Dorfbewohner fragen. Hey, der ist die ganze Zeit hier oben und hängt bei so einem Vogel an so einem komischen Gestänge irgendwie. Merkwürdig. Den aber da echt nicht bemerkt. Naja, so, ich glaube, wir müssen jetzt nochmal mit der Wahrsagerin hier sprechen. Also mit dieser alten Dame hier. Du wirkst, es drücke dich eine Sorge. Sag nichts, ich kenne sie bereits. Willst du mir zuhören? Ja. Nun dann, antworte nun laut und deutlich auf meine Fragen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Junge. Natürlich. Welche Farbe haben deine Augen? Grün. Sieh an, ganz genau wie mein Vater. Und zuletzt, welches Sternzeichen hast du? Widder. Ah, das Zeichen eines echten Helden. Die Sterne sagen... Wo die Bewohner des Himmels sich sammeln bei dem einsamen Zeichen, dort findest du einen Weg, ihn zu rufen. Eigenschaft des Tages, Mut. Okay, und das soll mir jetzt weiterhelfen? Danke. Na, aber ich glaube, ich weiß sogar schon, was man machen muss. Man muss hier wirklich die Flöte des Landes wieder mal benutzen. Damit Spul uns wirklich hören kann. Und zwar, glaube ich, genau hier, weil hier sind ja die ganzen Vögel, also über dieser Palme. Und da muss man, ich frage mich so, wie man da wirklich drauf kommen soll, man muss hier das Schatzsucherlied spielen. So, du hast das Schatzsucherlied gespielt. Und tatsächlich erscheint hier wieder so eine steinerne Rakete oder was auch immer das genau sein soll. Lila, gelb, lila. Oh.
Und ich war gerade dabei, mich zu entspannen. Der Vogelruf, er hat die Kraft, die Bewohner des Himmels herbeizurufen. Du hast den Vogelruf gelernt. Spiele ihn, um einen Vogel anzulocken. Sieh ihn dir gleich in deiner Sammlung an. Und ihr habt mich am Meeresschrein gesucht und dabei war ich hier. Was machst du denn, Spul? Wir haben dich doch gerufen. Es gibt doch keinen Grund, sich derart aufzuregen. Ich habe meine fliegenden Freunde gelauscht. Die fliegenden Freunde? Ach, die Vögel hier, das ist schön. Aber wir haben es wirklich eilig. Ja, ja, ich weiß, ihr wollt die Schienen wiederherstellen, richtig? Ich hätte mich gerne noch etwas hier ausgeruht, aber sei es drum. Bringt ihr mich mit eurer Lok zum Schrein? Ja, klar doch. Danke, ich steig schon mal ein. So, na schau, ist der Zug der Götter auch behindertengerecht, weil er sitzt ja immerhin im Rollstuhl. Aber okay, dann zurück zum Schrein. Das ist jetzt schon unsere zweite Transportmission, weil das allererste Mal mussten wir diesen Maleus zur Brücke bringen und jetzt müssen wir Spul zum Schrein zurückbringen. Ich hätte nur gerne ein Herz und habe auch schon eins bekommen, sehr schön. Spul sitzt schon im Zug und wartet darauf, dass wir losfahren. Bringen wir ihn schnell zum Schrein. Jo. Zurücktreten, bitte. Und mit Volldampf voraus. Oh, Piraten, sie wollen mich mitnehmen. Du musst mich beschützen, Link. Jo, das ist doch mal eine nette Abwechslung, oder? Jetzt kommen hier ganz oft und viele Petiblins durch die Fenster in den Waggon. Und wir müssen halt verhindern, dass sie Spul mitnehmen. Ich glaube, die lassen dann einfach eine Art Käfig über ihm fallen. Und wenn das passiert, glaube ich, gehen wir sogar Game Over. Also ganz, ganz fies. Das habe ich noch ziemlich schwer in Erinnerung. Weil das nämlich immer mehr werden. Das werden immer mehr. Man kann zwar oben auf der Karte sehen, wo die reinkommen, aber trotzdem. Es werden später jetzt gleich noch richtig, richtig viele. Weil die sind wenigstens mit einem Hieb erledigt. So, haut ihr mal ab. Nee, ich will nicht entführt werden. Ihr wisst doch auch gar nichts. So, weg mit euch. Also am besten bleibt man immer bei ihm stehen. Und versucht die halt dann einfach wegzuboxen. Wenn es halt ganz viele werden, dann am besten eine Wirbelattacke. So, da kommen gleich mal drei nacheinander, eh klar. So. Na, seht ihr, der wollte hier gerade einen Käfig beschwören. Und den über ihm fallen lassen. Aber das kann ich mal voll vergessen. Haut ihr ab! Lasst ihn in Ruhe! Alter, wie viele werden das denn noch? Hilfe, ich will nicht entführt werden! Keine Sorge, ich bin ja da! Oh mein Gott, wer bist du denn? Wenn irgendwie so ein richtiger... richtiger Riese. Oh, und wenn mich der trifft, dann ist Link mal ganz kurz benommen. Das ist, glaube ich, sogar ein Moblin. So, ja. Also die Taktik ist hier halt ganz oft auf ihn einschlagen. Bis er ausholt und dann halt weglaufen, dass er Link nicht erwischt. Und er darf Spul natürlich ebenso nicht erreichen, weil sonst lässt der, glaube ich, auch einen Käfig fallen. Aber ich glaube, es können... Ja, seht ihr, es können hier trotzdem immer noch Petiblins reinkommen bei den Fenstern. Richtig fies. Wow. Alter, ich habe keine Ahnung, wie viel der Typ aushält. So. Daneben. Ja, die sehen hier ein bisschen anders aus, die Moblins, als im Wind Waker. Nicht so schweinisch, sondern eher wie so eine Art Hund. Und ey! Ey, du hattest doch schon ausgeholt, du Fettarsch. Mmh. Jetzt stirb doch endlich mal! Ah,
Der hat dann einen Kumpel getötet, was für ein Trottel. Der hatte nicht viel Hirnschmalz. Jetzt stirbt er endlich mal! Ja, er holt auch noch zweimal raus, der Bastard! Scheiße, er darf ihn nicht erreichen! So, und ihr bleibt gefälligst auch von ihm weg, genau! Töt doch einfach deine Kumpels, verdammt, aber doch nicht mich! Hey, Link, pass auf, er kommt! Mann, jetzt stirb doch endlich mal, du fette Missgeburt! Kann man nur so hässlich sein? So. Stirb endlich! Du hast mich gerettet, Link, danke. Fahren wir weiter zum Schrein. Boah, na das war mal eine fiese Überraschung, oder? Dass die auf einmal die Piraten kommen und den Zug überfallen. So, los zum Meeresschrein, schnell. Ich will jetzt noch schnell das Lied spielen und dann werde ich aber den Part beenden. Ich glaube, das war genug Aufregung für einen Part. Aber schon ganz schön heftig. Wenn der Spul erreicht hätte, dieser Riese, dann wäre es aus gewesen. Dann wären wir wirklich Game Over gegangen. So, und bremsen bitte. So, wir sind da. Ja, du fährst gar nicht mal so schlecht. Ah, endlich wieder daheim. Der Weg fühlte sich jetzt etwas länger an als sonst und dann wurden wir auch noch von Piraten überfallen. Du musst besser aufpassen. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Das ist es ja, ja, das ist es ja. Hast du so etwas schon einmal gesehen, Link? Das ist ein Force-Kristall. Force-Kristalle entstehen, wenn das Herz eines Menschen voller Dank ist. Das Herz fließt über vor Dankbarkeit und diese Dankbarkeit nimmt Form an. Dieses Land, die Schiene der Götter, alles entstand aus diesen Kristallen. Jeder trägt die Kraft für die Force-Kristalle im Herzen. Ich mag etwas barsch sein, aber ich bin dir dankbar. Hier, nimm diesen Kristall. Du hast deine Force-Kristalle erhalten. Die Waldtafel leuchtet auf. Neue Strecken sind nun verfügbar. Du wirst deine Reisen doch sicher fortsetzen, oder? Hilf auf deiner Reise den Menschen, wo du kannst. Ihr Dank wird dir Force-Kristalle erbringen. Mit diesen Force-Kristallen öffnen sich dir neue Wege und Strecken. So, ich gehe dann schon mal zum Schrein. Ja, das war doch gerade eine richtig geile Sache, oder? Also Force-Kristalle gibt es in dem Spiel, glaube ich, insgesamt 20 Stück. Und jeder davon lässt halt noch mehr Schienen erscheinen. Und das sind dann halt wirklich Schienen, die auch von den Gleistafeln nicht wiederhergestellt werden, sondern das sind dann oft eben so optionale Wege, wo wir dann hin können. Und da finden wir theoretisch auch coole Sachen. Also praktisch eigentlich auch. Finden wir da coole Sachen, Schätze oder so, manchmal sogar geheime Bahnhöfe, das gibt's hier alles. Das gibt's da wirklich alles. So. Oder wisst ihr was, ich werde vielleicht doch den Part beenden und im nächsten Part spielen wir dann erst das Lied mit Spul und dann müssen wir auch schon zum Tempel. Also danke erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Spirit Tracks. Genau. Dass ich es auch noch rausbringe, ne? Also, ciao Leute, danke fürs Zugucken.